So, willkommen zurück, Leute. Season 3 geht weiter. Dexo 23 hier und Grave ist mit im TS. Ich glaube, die anderen werden auch gleich noch dazukommen, denke ich mal. Und in der letzten Folge habe ich euch ja zurückgelassen, wo ich versucht habe, meine Stromleitung zu verlegen. Und so sieht das jetzt aus hier unten drunter. So habe ich das jetzt, habe das auch mal zugemacht mit den ganzen Mauern. Und so habe ich das verlegt. Und hier bin ich rübergegangen. Also es ist ein bisschen schöner geworden als vorher. Musste dafür aber die ganzen Stromleitungen leider abreißen. Und hier ist irgendwas auseinandergebrochen. Hier fehlt irgendwas. Na egal. Aber dafür habe ich hier die Wand zugemacht. Hier sieht man übrigens, das sind Half-Wände und das sind Quarter-Wände. Also damit habe ich diese Lücken hier zugemacht. Sieht ein bisschen... Naja, wenn man schnell dran vorbeiläuft, sieht das gut aus. Also einfach gar nicht hingucken. Hier habe ich übrigens auch noch eine Solarzelle hingesetzt, weil ich natürlich hier auch Strom haben wollte. Der Titanosaurus. Oh, das ist scheiße. Aber bist du hier? Wo bist du eigentlich? Ja, ich komme gerade an. Ah, okay. Ja, die Titanosaurus hängt da leider in seiner Base fest. Das ist scheiße. Ich will hoffen, dass der irgendwie mal vielleicht da rauskommt und dann werden wir den mal angreifen und dann mal aus Meer führen oder sowas. Ich habe übrigens das Gehege ein bisschen gerade gemacht. Das war ein bisschen alles schief geworden. Komm mal mit, ich zeig dir mal, hier habe ich die Stromleitung verlegt. Also das ganze Wandgedöns, was ich hier siehst hier, das war alles frei. Und das da habe ich jetzt die Wand gezogen und dann ist das alles dahinter jetzt gemacht worden. So sieht das, damit man die Stromleitung nicht sieht. Dann habe ich hier meine Kochecke und meine, sagen wir mal, spezielle Crafting-Ecke gemacht. Mhm. Dann geht's hoch. Oh, hier geht's nur runter, ja. Gehen wir mal an die Tasche höher. Hier ist mein Bett. Dafür brauche ich eine Leiter, um da hochzukommen auf das Bett. Dann kannst du noch mal eine Etage höher, dann kommst du oben aufs Dach, wo die Panels sind. Die Panels sind? Die Panels. Erstmal kaputt machen. Und dann nochmal, Vorsicht, wenn du hier runterfällst, musst du dich sofort... Nein! Ich kenn's in meiner Bude, es ist ja genauso. Und hier habe ich dann noch so ein... Ach nee, hier kannst du ganz ruhig runter, können wir ruhig runtergehen, weil hier auf dem Balkon habe ich den auch noch fertig gebaut. Gestern neben der Aufnahme habe ich das hier zu Ende gebaut und dann kannst du nämlich von hier aus aufs Dach laufen. Mhm. Hier, übrigens bin ich gestern mit meinem Vogel drauf gelandet. Und es ist einfach verschwunden, das Dach. Keine Ahnung. Ach gut. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht ein Bug und habe ausgelockt. Bin dann wieder rein. Dach weg. Total bescheuert. Naja, muss ich nochmal machen. Okay, dann fliegen wir mal zu dir rüber. Achso, ich wollte... wer hat eigentlich bei dir jetzt eigentlich alles die... Baumhäuser angefangen zu bauen. Stone und Wixie. Stone und Wixie, okay. Du hast dann auch schon gebaut. Hoffentlich hat keiner an meiner Stelle gebaut, wo ich eigentlich hinbauen wollte. Nee, den einen Baum nicht, nee. Okay, dann werde ich das mal. Ich werde sowieso mal überlegen, ob ich da baue, aber. Wood und dann brauchen wir hier dieses. Das ist eine Wood Tree Platform. Und den werden wir jetzt mal bauen und mitnehmen. Der wiegt bestimmt viel, oder? Geht. Ich glaube 90 oder so. Oh, 90, ist okay. Ich habe natürlich kein Material, das nehme ich dann von dir. Das. Okay. Ansonsten hat sich hier nicht mehr viel geändert. Ich habe jetzt über die Strom die Lampen überall hingesetzt und die Fackeln damit entfernt. Also bis auf diese paar Erneuerungen, die ich jetzt nicht in der Aufnahme gemacht habe, hat sich nicht viel geändert. So. Das ist mein Rumpelpumpel. Dann geht's los. Dein Vogel ist Level 60. Welcher ist mein eigentlich? 114. Ja, wir haben den ja mit Level 68 gezähmt oder so. Ich bin total neugierig, wie deine Base aussieht. Du hast ja so geschwärmt und das war ist fast wie ein Weltwunder, Leute. Der Grave war Stunden für Stunden alleine auf dem Server und hat an seiner Base gebaut. Das war ja fast, das ist ja fast wie ein gutmütiges gutmütiges Magengeschmür. So jetzt. Schwagengeschmür. Gehst du den Strahl holen oder? Nö. Nicht. Okay, dann mache ich das kurz. Ist er schon da? Ja.
Sturzflug. Achso, dann habe ich gestern auch noch ein paar Sachen gezähmt. Wow. Lederstiefel. Kannst du mich mal. Habe ich gestern beim Strom. Jetzt mitnehmen können. Mitnehmen können, ne? Also beim Strom. Kabel verlegen habe ich, ist mir dann immer so ein Parasaurus vor der Nase rumgelaufen, den habe ich dann abgeschossen und dann gezähmt. Dann kam noch ein Paki, den habe ich auch gezähmt. Dann habe ich drei Dodos noch gezähmt und. Und ja, die standen alle, irgendwie wollten die gezähmt werden. Die standen alle bei mir in der Base. Bei der Base. Bei der Base. Bei der Base, Base, Base. Oh, das Geräusch ist so schön hier. Ihr habt die Häuser ja schon verbunden. Das sieht ja aus wie so ein Affenstall aus Glas. Ja, das meins. Pass auf, ich lande mal hier beim Vixi. Das ist, denke ich mal, Vixi Space, oder? Das muss die andere Metall Space. War das nicht nebenan bei dir, der Baum? Nee. Nicht der jetzt hier, ja? Nee. Und von wem ist der hier? Wer hat das platziert? Ich glaube, das hat aber auch Vixi platziert. Ja, meinst du doch, da war ich doch dabei. Dann hat er da nochmal Metall hinhaben wollen. Und die ist da hinten? Die da? Ja, aus Glas? Das ist Vixi. Auch aus Glas, okay. Und die daneben ist vom Stone, sehe ich gerade, weil das ist nur. Ja, die, okay. Also die Holz und die hintere Metall ist auch ein bisschen von Stone. Okay, ich guck's mir mal an hier. Also sieht schon cool aus. Und das ist diese neuen Bauelemente. Ist das so ein riesengroßes Dreieck, was du immer bekommst? Ja. Es ist extra dafür gedacht, glaube ich, für diese Baumhäuser, ja, oder? Ja. Ah, das passt einfach direkt hier rein, ne? Da musst du eigentlich gar nicht viel machen. Das passt direkt an den Baum. Du musst, glaube ich, nur darauf achten, dass du am Rand bist hier, glaube ich, oder? Ja, du musst da immer an dieser Ecke, an dieser Kante bauen. Boah, das glänzt aber überall, dieses ganze Eisen. Aber sieht schön aus. Sieht ein bisschen steril aus. Aber du hast auch so ein Riesenbett gebaut. Ja. Boah, das glänzt ja echt. Brauch ja auch Platz. Weißt du? So. Gefällt mir echt gut, diese Baumod. Aber mir gefällt das ganze Eisen nicht. Oh, das ist echt. Es blendet bei mir nur. Ich muss ja mal, glaube ich, diesen Code. Die Blumenkohle, die mache ich eh immer runter. Blendet generell immer. Hier ein Hangar für Petra, hier ein Hangar für Aquila. Gefällt mir. Und wo sind die Stromteile? Ach, da. Du hast diese neuen Lampen gebaut. Oh, das glänzt, blitzt und. Oh Mann, ey, ich kann nicht. Wie geht denn nochmal der Code? R.BloomQuality und dann 0. Nochmal. R. Warte, R. Punkt. Und dann Bloom groß. Muss das groß geschrieben werden? B-L-O-O-N? Ja, das B ist groß. Ja. Ich weiß nicht, ob man es muss, aber dann halt Quality. Zusammen oder eine Leerzeile dazwischen? Alles zusammen. Nee, hat nicht geklappt. Egal. Ich gehe mal rüber zum Vixi. Warte, schreib's hier in den Chat. Ja. Boah, das Blenden geht einfach auf den Sack. Oh, Rollback. Cool. Voll der Nachmacher. Ja, sieht identisch aus. Fly so high. Dann liege ich da. Komm, wir hauen den mal. Kann man hier was klauen? Ah, ich brauche was Fleisch. Warten wir uns kurz. Ich nehme mal das Narkotik mit. Okay. nee, also aus Eisen werde ich ganz sicher nicht bauen. Aber ich gucke mir jetzt mal ganz kurz an. Guck mal wieder raus. Kannst du alles alleine auf? Nö. Man kann hier auf der
auf der Brücke nicht springen, ne? Da bleibst du immer irgendwie so stehen. Ja, ist ein bisschen komisch. Hier diese Zwischen... Ich würde vielleicht auch nochmal ein Baumhaus machen, dann so ein richtiges Holzbaumhaus. Also dieses Zwischenteil, das hier, das würde ich lassen, so wie es ist. Das ist gut. Ja, vielleicht so eine kleine Stelle draus, wo man sich so ein bisschen treffen kann oder so. Also. Ja, also ich würde vielleicht... Vom Tisch hin und ein paar Stühle dran. Oder einen Schrank drumherum, ja. Damit man sagen kann, dass man einfach hier mal ein paar Sachen ablegen kann, wenn man kurz hier unten was zähmen möchte. Weil diese Eisen... Ach, da hat doch wohl den Baum genommen. Das ist doch mal den Baum, den ich machen nehmen wollte. Nee, du wolltest den hinteren. Hä? Den hinten dran, hast du gesagt. Nee, das ist der hier. Das war der hier gewesen. Ich meine, das wäre der hintere. Nee, das war der hier gewesen. Egal. Da muss ich mal gucken, ob ich einen anderen finde. Ich muss es abreißen. Also ich wollte diesen hier haben, weil, ich habe das gerade eben gar nicht bemerkt, weil hier hast du nämlich diese freie Fläche hier draußen. Aber guck ich vielleicht mal hier drüben. Drüben ist das nämlich wieder nicht. Also ich hatte noch im Kopf, dass es der hier war eigentlich. Nee, der war es nicht. Ich wollte nämlich den da unten nehmen, weil unten sind die Steine drunter. Da hätte ich nämlich noch ein kleines Gehege drunter an dem Stein gemacht. Aber das ist jetzt egal. Vielleicht hier? Ja, hier ist auch nicht schlecht. Ja, wir wollten die halt alle irgendwie miteinander verbinden. Ja, das wird ein bisschen schwer dann hier auf meiner Seite, ne? Ja, es wird halt sehr lang, die Brücke. Ah, geht bestimmt auch irgendwie. Ja, ich würd hier keine Brücke so rüberziehen. Das sieht nämlich dann total bescheuert aus. Weil du hast ja eigentlich diese schöne, freie Fläche, die man so rübergucken kann auf den Berg. Und wenn du dann plötzlich eine blöde Brücke darüber ziehst, sieht das auch ein bisschen dämlich aus. Komm, dann guck ich mal, ob ich hier einen Baum finde. Aber das ist ziemlich nah am Haus von Vixi dran. Das ist auch ein bisschen bescheuert. Gefällt mir nicht. Wir können da rüberspringen. Ich guck mal, vielleicht gehe ich ein bisschen weiter. Nee, jetzt ist alles zu weit weg jetzt. Ach, nö. Schade. Und hier? Habe ich mir schon gedacht, dass der Baum nachher weg ist. Guck mal ganz kurz hier weiter nach draußen. Kann man eigentlich diese Bäume hier fällen? Komm mal ganz kurz zum Wasser. Wo genau? Richtung Vulkan. Ach, da bist du. Ach da, okay. Den hier. Kann man den abreißen? Den kann man fällen, ja. Weil den will ich gerne verschwinden lassen. Weil da würde ich nämlich den Baum hier nehmen. Wo ist er? Hier den. Den hier würde ich dann nehmen. Dann habe ich nämlich einen schönen Ausblick hier auf das Wasser, auf den Vulkan. Dann habe ich ja mehr oder weniger die Stelle. Ich wollte ja eigentlich da drüben bauen, auf der anderen Seite hier vorne, ne? Weißt du, auf dieser Plattform. Mhm. Oder, nee, die Plattform. Dann habe ich ja so ähnlich wieder. Dann habe ich ja so einen schönen Ausblick ja, auf gut. Alles drum und dran. Natürlich bin ich natürlich ein bisschen weiter weg jetzt. Aber es macht gar nichts, weil wir könnten ja eigentlich noch... Welche Bäume müssen wir noch verbinden? Müssen wir den Baum noch verbinden? Ja. Und den davon. Nach links rüber. Ja. Guck mal. Kann man die Plattform einsetzen, wie man möchte? Die schnappt schon ein an manchen Stellen, du kannst es in der Höhe ändern. Du kannst tiefer oder höher bauen. So. Achso, es gibt nur zwei Einschnapp-Points. Also einmal ganz tief und einmal ganz hoch. So, dann. Da sitzt er. Wenn jetzt der Baum vom, wo der Wixi jetzt wäre, ist, wenn er jetzt nicht weg gewesen, dann hätte ich da jetzt gebaut. Oder besser angesetzt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ein bisschen schade, dass ich da jetzt ein bisschen weiter weg bin von euch, aber ist auch Wurst. Also einen schönen Ausblick hat man ja hier. Hier unten geht ja richtig die Post ab. Gehen wir ganz kurz runter den Baum hier fällen. In der Hoffnung, dass mich jetzt nicht irgendwas angreift. Sieht auch ziemlich ruhig hier aus gerade, ne? Sonst hatte man doch immer so alles voller Kanus.
Ja, das Kanu ist auch da. Bei mir? Wird irgendwie angegriffen oder greifst du an? Greifst du an? Ja, dann zeig. Ah ja, das sind die Bäume, die wollen man 2 Millionen. Oh, mein Vogel wird angegriffen. Hm. Ja, die Kompis. Kommt her, ihr kleinen Scheißer. Das sieht sogar schön aus. Die kommen immer nerven, ne, die kleinen Pisser. Kombi-Terror. So, machen wir hier nochmal ein bisschen weiter, damit ich ein bisschen Material habe, um hier ein paar Kisten zu bauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ne, mit Baumhaus. Wenn ich mir jetzt mal einfach mal... Bin ultra schnell. Ja, die sind voll langsam, ne, die Adler. Ja, vor allem, wenn sie voll sind. Scheiße, Erik. Ich habe mal Angst, dass ich meinen eigenen Adler schlage. Ich bin gestern noch mal ganz kurz, um ein bisschen Fleischfarm zu gehen, bin ich mit dem Bären hier rübergelaufen zu dir und habe alle Kühe gekillt. Was? Dann habe ich noch ein Diplodocus-Ei gefunden. Oh, dann ging es los. der war auch in 0,0. Ich habe mit dem Bären einfach mal alles gekillt. Wo brauchte nämlich Prime Meat? Darum ging es mir. Okay. Und dann habe ich ein bisschen Prime Meat gesammelt. Und da war alles gut. Denke, was für ein Tier ich noch gebrauchen könnte. Box. Oh, ich brauche Fieber. Was hast du gerade auf den Boden geschmissen? Fleisch, bisschen Hide, Sachen. Oh nein. Nein, komm her, Adler, ich kann mich nicht bewegen. Nein. Komm bitte zu mir. Noch ganzen Sachen an Bord gehabt. So. Nur was Neues. In der Hoffnung, dass mich jetzt keiner nervt, ey. Ich brauche nur ein bisschen Fiber. Wundert mich, dass gerade keine Terrorbirds unterwegs sind, die einen immer auf den Sack gehen. Ja, es ist relativ ruhig. Gestern ging es hier voll ab. Drei Büsche gekillt hier und hast du direkt 200, 400 Fiber. Oh, ist ja schwer, Vogel. Hey, du bist ein Vogel, du bist so schwer. Bin mal gespannt, wie das ist mit dem Bauen. Also, ich habe noch wirklich null Ahnung, wie das funktionieren soll. Box. Large Storage Box. Soll ich die nehmen? Kann man auch eine... Komm, gefliegt. Komm, gefliegt. Und eins reicht nicht. Smitty. Oh, mit Smitty, hast du 5 Metall gerade da? Ist gerade nicht auf der Tasche. Wollten wir eine Smitty craften hier schnell. Also ich habe 5 Roheisen. Das kann ich dir geben. Zum Ersatz. Nein. Dammit! Keine Ahnung, ob das gut so ist, wie es baue. Ich mach's einfach mal. Er hat doch keine Ahnung. Ich hab alles keine Ahnung. Vom Tuten und Blasen. Ah, ich könnte mir so eine Knolle zählen. Das wäre noch was. Ja, ich habe auch eine Knolle da. Die liegt, glaube ich, irgendwie im Hang, die ist runtergerollt. Das ist kein Scherz. Mann, ey, so viel. Drop it like it hard. Naja, jetzt habe ich
schon mal eine Position gefunden. Ob ich jetzt, ob die wirklich fix und definitiv ist, ist auch jetzt eine andere Geschichte. Weil ich glaube, das wäre schöner gewesen, wenn wir alle da hinten zusammengezähmt, als gebaut hätten. Dann hätten nämlich alles immer so zusammenzähmen können und jeder hätte dann von oben gucken können. Ah, gut. Das wird schon noch. Willst du dir helfen beim Knollezähmen? Erstmal muss ich eine Gescheite finden. Da draußen am Strand lief eben eine blaue rum. Oder besser gesagt, gestern lief da einer rum. Blau. Das Lustige ist, das war eine blaue Knolle und daneben lag das blaue Diplodocus-Ei. Ich habe gedacht, das wären zwei Knollen. Bis ich dann gesehen habe, dass das eins das Ei war, das andere Diplodocus. Der Knolle. Deodiculus. Oder wie sagst du das? Egal. Hauptsache Knolle. Knollewolle. Rollmops. Ich guck mal, hier war nämlich der blaue, war noch hier. Gestern. Der sah eigentlich recht schön aus. Aber hier sind die ganzen blöden Terrorbirds. Wo ist hier? Wieder am Strand, da wo der Vulkan ist. Hier ist eine Knolle. Hier sind ganz viele Knollen bei mir, aber keine blaue. Ja, Level 8 lohnt sich nicht. Hier ist eine töten. Hier ist eine orange-braune. Hey, es wundert mich, wieso war das so eigentlich eine blaue? Wir haben doch gar keine Farbenmod drauf. Gibt's aber ein Blau. Ja? Ja. In Season 1 hatten wir schon eine gesehen. Ja, aber nicht so eine blaue, die wir mal gezähmt hatten, sondern die war blau. Blau, richtig blau. Hier ist eine graue. Das wundert mich jetzt gerade. Aber schön hier, die rote. Wo bist du? 20. Gott. Also hier gibt es weiße, braune, rötlich-braun. Graue habe ich auch gerade eben noch gesehen, aber ich habe jetzt nicht nach dem Level geguckt. Boah, ist ja schnell, ey. Leck mich frisch. Ah, hier ist eine Grau mit blauen Teilschuppen. Jetzt habe ich hier eine graublaue, die ist Richtung Spino-Gehege. Die sieht cool aus, aber richtig cool aus. Level? Warte, ich muss gerade mal von stinkenden Fliegen hier. Ach man, nervt mich nicht. Na, der Adler hat aber echt null. So, warte. Wo ist jetzt hin? Da liegt ein Ei, das Ei will ich haben. Ihr kämpft gerade gegen ein Terrorbird. Und der ist Level 72. Ich guck mal, kann ich den eigentlich schnappen? Nee. Ich helfe dir mal ganz kurz. Oh, Terrorbirds sind tot. Ja, komm. Also direkt von dem Spino-Gewässer. Ja, er ist hier nicht da hinten. Und wir sind 56er. Knolle. Also der ist 72, der ist schon recht hoch, ne? Ja. Aber also, nun mal jetzt gerade noch eine Kuli-Stress, weil. Alles war Terrorbirds. Ich mach mal Terrorbirds ganz kurz futsch. Der Diplodocus hat aber auch für echt viel Leben, ne? Die Olle rennt hier gerade hinterher. Ja, aber der greift mich an, weil ich ja gerade. Der habe ich gerettet vor dem. Terrorbirds, deswegen habe ich ihn angegriffen.
Also du kannst ruhig schießen, ne? Du musst es ja gar nicht draufstehen. Kann man gucken, dass der passiv bleibt. Du kannst einfach eigentlich zu Fuß hier hinkommen. Gemütlich. Hier ist eigentlich im Moment nichts los und. Nahkampf. Was hast du für eine. Hast du eine ganz normale Darts genommen? Ja. Gibt's auch die grünen Darts, ne? Die sind ja auch so. Ja, schon aber die. Ich habe keine Blumen. Achso. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Hörst, manchmal spielt das Leben mit dir Katz und Maus. Mach hier alles, was böse ist, kannst du mal weg. Und schmeckt. Alter, wie viele Pfeile halten wir? Der ist 72, ne? Du musst den mal wirklich. Ich habe den mit meiner Knolle, die ich habe, habe ich auch echt unendlich viel geschossen. Da hinten ist noch eine blaue Knolle. Ich gerade. Hier war übrigens dann Ei, da liegt es schon. Das will ich haben. Oh, da rennt mir ein anderer hinterher noch. Okay, das ist nicht gut. Oh, oh, oh! Ich habe ein Ei geklaut von den Pteranodons. Schlechte Idee. Ja, ja. Oh, jetzt liegt's okay. Das ist nervig. Aua. Aua. Boah, die ist so schnell als ich. Die machen mich fertig, ey. Nicht gut, ich komme nicht mehr weg. Fuck. Die machen mich fertig, scheiße. Kann dir gerade nicht helfen. Ja, die machen mich fertig. Keine Chance. Die machen mein Vogel ist gleich tot. Weiß nicht mehr, wo du bist. Ich komme zu dir geflogen. Mein Vogel ist gleich tot. Scheiße. Nimm mal den T-Rex. Nein. Oh nein. Ich will meinen Adel nicht schon wieder verlieren. Oder, nee, ich habe meinen Bären verloren. Oh nein. Die sind so schnell für mich. Ich komme auf dich zugeflogen. Geh ein bisschen weiter weg von deinem Tier, den du gezähmt hast. Schnell. Du musst was tun. Ich sehe dich nicht mal. Hinter dir. Hau zu. Oh, da ist nicht mehr viel dran gewesen an meinem Vogel. Alter Schwede. Also, keine Eier klauen. Ja. Piep. Oh, ich hab's nicht geschafft, die zu killen, ne? Die waren viel zu schnell immer um mich herum die ganze Zeit. Mann, das passiert dem Eierdiebe. Nix, da war keine Chance, habe ich mit meinem Adler, ne? Weil ich komme mich nicht so schnell bewegen. Oh, ist er so schnell drehen. Also, du bist schon beim Zähmen, ne? Ja. Hast du mal geguckt, was du für ein Kibbel braucht? Nee, ich habe auch gar keine Eier für Kibbel. Nein, die sind schon wieder Terrorbirds. Hast du einen T-Rex dabei jetzt, ne? Ja. Aber ich mach Terrorbirds trotzdem mal platt. Und da ist auch ein Kanu dazwischen. Oh, oh, das war nicht gut. Ich bin ins Wasser gefallen. Komm her. Was für ein Chaos, ey. Ich erst mal von Vögeln fressen. Das dauert. Das dauert Ewigkeiten, ne? Deswegen, ich guck gleich mal, ob ich einen Kibbel herstellen kann für dich, weil ich habe das mit Bären gemacht und habe, ich glaube, in einer Stunde war der noch nicht fertig. Ich bin schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch gar nicht. Warum bin ich... schon wieder runtergefallen. Ich bin ja nicht mal ins Wasser gekommen. Jetzt reicht's aber hier. Okay. Okay, ich gehe mal ganz kurz at home und dann bringe ich dir. Ja. Gibbels. Währenddessen ich fliege, kannst du ja mal gucken, was der für Kibbel braucht. Ich weiß es nicht mehr. Dann schau ich mal schnell. Der gute Herr braucht Dilo. Ich habe zwar einen Dilo, aber der ist, glaube ich, männlich. Aber wir haben ja diesen Kiblomator, da kann man ja Kibbel herstellen. Ja.
Ja, mir fehlen nur die Eier dafür. Grave hat keine Eier. Ich hab keine Eier. Wenn wir schon 2500 Mods auf dem Server haben, würde ich noch empfehlen, eine automatisches Fliegen-Mod nehmen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf die Tasten zu drücken. Lassen wir den einfach mal fliegen geradeaus oder so. Das ist doch eine coole Sache. Wird der Herr auch noch bequem. Und ich will eine Robo. Eine Robo-Mod haben, wo der Roboter alles für mich macht. Und ich möchte... Und ich will dies und jenes. Und einfach, dass ich nur den PC anmache und fertig. Ich will auch eine, ja genau, eine Hausdame haben. Mein Häuslein. Vor allen Dingen hängt diese hässliche Brücke hier einfach so in der Luft, wenn man darauf zufliegt. Meine Fresse, das war gerade eine Geburt hier. Und aber auch geil, dafür, wie das Tor immer erst wieder runter geht oder ja, aufgeht. Dafür habe ich jetzt ein Ei gesammelt und dieses Ei werde ich für deinen Deodigoros nehmen. Okay. So. Ich gucke mal ganz kurz. Boah, hier ist auch eine ganz blaue. Noch Level 80. Oh, noch höher. Ja. Aber ich habe keine Munition mehr. Ich muss eigentlich mal gucken, wo meine ist. Die ist irgendwie den Berg runtergerollt, das weiß ich. Ich hatte aber keinen Sattel oder sowas und auch kein Tier, was sich damit... Die Viecher sind aber Säugetiere, ne? Die sind gar keine, ja. Ja, natürlich weiß. Achso, dann hier nochmal für die Aufnahme. Ah. Das ist mein neuer Paki, das ist Don Camillo. Don Camillo. Der ist hier vorbeigelaufen und der wird gezähmt. Dann, nee, nicht Horst, das ist Wurst. Das ist mein Pazera, Male, der heißt Wurst. Und da war noch was ich gezähmt habe. Ach ja, hier. Dann habe ich hier, der lief auch hier rum. Das ist der neue, ich habe ja den Uga Uga, den kleinen Affen. Und jetzt habe ich gestern Bibi gezähmt. Das ist Äffchen. Jetzt habe ich hier zwei. Dann für die Pokémon Go Spieler. Kommt mal bei mir ins Gebiet, hier gibt's Pikachu. Und dann wollte ich gerade noch... Ah ja, ich wollte Eier. Eier. Das ist die neue Kochecke für die Leute, die es noch nicht wissen. Hier sind die Eier drin. Ne, ich lasse das Terno dann Ei hier drin. Aber ich nehme dafür die Dodo-Eier. Und dann haben wir hier diesen Kiblomator. Wie heißt das Ding eigentlich? Kibbelgucker. Kibbelgucker. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Ist es auch. Man legt hier die Eier rein. Ja. Und dann sieht man hier oben, das sieht so ein bisschen aus wie von Super Mario, das Yoshi-Ei. Und dann drückt man einfach hier drauf. Also umso höher das Level hat, das Ei, umso weniger werden genutzt. Dodo-Eier sind ja Level 0 und Level 1 Eier. Also das heißt so gesehen, davon, ich habe jetzt 28, 29 Eier und da werden nur 9 Kibbel hergestellt. Das sind so kleine Tütchen. Und jetzt kann ich damit sagen, was ich für ein Kibbel herstellen möchte. Carno gibt's hier, Carbonemis, Schildkröte, Bronto, Belzbufo und sowas, Argentavis. Und wie brauchst du? Was hast du gesagt, den? Dilo. Dilo. Aber es steht immer da, dass du steht dann Dodikogos Food da. Ach so. Das habe ich ja gar nicht gesehen, siehst du mal. Ja, also du musst gar nicht nachdenken, was du jetzt brauchst, sondern einfach nur, was du zählen willst. Ich brauche... Was ist das? Ach genau, ich brauche ein paar Beeren, aber was ist eine Erdbeere, bitte? Ah, ich habe auch kein Cooked Meat Jerky und sowas, das habe ich alles nicht. Noch nicht. Also es steht hier noch das Level 80er Vieh neben mir, aber ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ich kann dir nur Pfeile anbieten. Also ihr seht, Leute, man kriegt zwar durch diesen Kibbelgucker die Möglichkeit erleichtert, dass man verschiedenes Kibbel auswählen kann, aber es kostet ja auch immer noch. Und das muss man eben dann eben drauf auch achten, dass man das alles hat. Also ich hatte hier Pfeile, glaube ich, reingeworfen gehabt. Wir haben auch mal mit. Also ich habe genug Cook Meat Jerky. Du kannst auch die Eier einfach mitbringen, bei mir schnell kochen.
Ja, machen wir so. Raw Meat, das ist cool. Wollen wir uns kurz? Also ich komme jetzt gleich vorbei. Ich muss ganz kurz nochmal hier zum Raw Meat. Es leckt gerade ein bisschen, kann das sein? Bei mir geht's. Gerade, also kann sein, dass ich hier gerade, wenn ich rauslaufe aus dem Haus, dass durch das ganze Tiergedöns hier, was ich hier alles rumstehen habe. Echte. Ich habe das Grave-Syndrom. Alles zähmen und nichts nutzen. Was bitte? Du hast damals immer alle Tiere mitgebracht, fand ich voll lustig. Ja, neue Bronto, hier nochmal neues Tier. Und dann standen sie einfach nur rum und die wurden nicht genutzt. Der Pronto wird immer genutzt. Der Bronto wurde eigentlich, ist einer der Tiere, die am meisten genutzt worden sind von mir, so gesehen. Jeden Tag einmal ganz kurz reingelaufen. Das ist übrigens die neue Kochstelle. Guck mal, da könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht. Zack, schon 15 gekocht. Noch ein paar Sekündchen warten. Zack, nochmal 15 gekocht. Also da hat man echt, da habe ich gestern richtig viel gekocht hier, wie ein Weltmeister. Und Guck trotzdem mal, hier glaube ich, läuft dass. ein 100er Gallimimus rum. Auch Oh cool. Gott. So, da wir schon, so wir in der Überlänge sind, werde ich jetzt hier neben dem Kochtopf Schluss machen und wir machen die Aufnahme dann erst wieder an, wenn ich dann drüben beim Graves bin und das Kochen beginne. Also bis gleich. Tschüss.